meine Lieben, wir haben heute Tag 15, wir haben bereits den Gipfel erreicht und wir setzen heute auch direkt daran an. Heute gibt es wieder 100 Squats mit einer kleinen Variante wie immer. Freut euch schon mal, nach den 50 Squats gibt es erstmal eine Pause von 60 Sekunden wie immer. Da lockert ihr eure Beine aus und in der Pause zeige ich euch dann die Variante. Ich würde sagen, wir gehen direkt in Position. Wie die Squats funktionieren, wissen wir bereits. Schulterbreiter Stand, das Gesäß geht nach hinten unten und wir nehmen die Arme mit nach vorne und ich zähle 5 mal 10. Okay, dann geht's los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 mehr und 10, 9, 6, 5, noch 4, 3, 2, 1, noch 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, come on, 2, okay, nochmal. 10, 9, come on, come on. 8, 7, 6, noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Die letzten 10, come on. 10, 9, komm schön tief, Bauch ist fest. Noch 8, 7, noch 6, gleich geschafft. Noch 5, 4, noch 3, 2 und dann halte. Pause. 60 Sekunden ab jetzt. So, die Zeit läuft. Wir gehen an das Ende der Matte. Das ist unsere erste Variante. Ihr kennt sie bereits, unsere Walking Squats. Wir gehen tief und gehen 5 Schritte nach vorne. Und die andere Variante ist nach den 25, wir gehen wie immer tief und spreizen das Bein ab. Und wieder gehen wir tief und zur anderen Seite. Für die Schwangeren da draußen, ich weiß, dass da ganz viele Schwangere gerade mitmachen, diese Challenge, bitte achtet darauf, dass ihr eure Balance haltet, ansonsten bleibt ihr bei den Walking Squats. Okay, schauen wir auf die Uhr, ihr lockert euch noch ein bisschen aus. Okay, noch 20 Sekunden. Geht gleich direkt los. Meine Knie knacken auch. Locker, locker, locker. Und macht euch bereit. Nochmal ausatmen. Kommt tief. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Schon tief. Und 1, 2, 3, 4, 5. 5, schon 20, noch 5, 1, 2, 3, 4, 5 und komm zurück in die Ausgangsposition, ohne Pause direkt tief und 1, tief und 2, super, tief und 3, schön, nochmal tief und zur anderen Seite, spannt den Bauch dabei schön fester an. Ihr trainiert automatisch euren Bauch mit und vor allem bei der Übung trainiert ihr wunderbar eure seitliche Anteile der Bauchmuskulatur und auch euren Popo von der Seite. Es gibt eine schöne Form. Okay. Tief. Zu der Seite. Dann haben wir jetzt schon mal 10 geschafft. Nochmal. 10. 9, 8, 7, sehr schöne Übung, 6, eine schöne, komplexe Übung, weil wir dabei mehrere Muskelgruppen auf einmal trainieren. Noch 4, langsam kontrolliert, 3, 2,
Und jetzt, ihr Lieben, die letzten 5 zur Seite. Schön den Bauch festzumachen. Noch 4. Super. Schön. Noch 3. Ups. Gleichgewicht halten. Die letzten 2. Komm, dann beiß dich durch. Und der letzte. Komm schön hoch. Langsam kontrolliert wieder zurück. Komm tief, tief, tief. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. 100 Squats, Tag 15. Wir sehen uns morgen wieder mit Tag 16 und 90 Squats. Mua.